Leute, was geht? Heute wieder mit so einem neuen Stadionvlog. Und zwar heute haben wir Rapid Wien gegen Salzburg. Und ja, freue mich natürlich wieder, dass ich da bin. Heute sogar ein bisschen anders. Also heute sitzen wir im Business Club mit Marco gemeinsam wieder. Marco gibt uns gerne zum Backhaus auf. Also wir stehen jetzt schon im Backhaus und dann schauen wir uns eben das Ganze weiter an, wie es da weitergeht. Und ja, ich hoffe natürlich heute wieder auf eine geile Partie von Rapid. Cup-Finale war natürlich ein schönes Match, leider zugunsten von Sturm. Wobei nur immer Props an Sturm, also sie haben das wirklich problemlos gemacht. Und ja, man muss halt auch fair sein. Sturm war leider die bessere Mannschaft zum Schluss, obwohl es diesmal nicht wirklich überzeugt haben. Also meiner Meinung nach nicht überzeugt haben. Also für das, dass Masterkandidat sein, ist halt in meinen Augen einfach zu wenig gewesen für Sturm Graz. Aber ja, mal abwarten, was heute rauskommt bei Rapid gegen Salzburg. Ich nehme euch wieder mit und halte euch am Laufenden. Wir werden jetzt an Marco warten. Ich gebe jetzt noch ein paar Blicke runter aufs Stadion und dann schauen wir weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So Leute, jetzt einmal ausgestiegen. Und zwar hier gibt es schon mal einen schönen Blick aufs Stadion. Super, nochmal schön. Das komplette Stadion. Natürlich auch oben von der Parkgarage. Definitiv einer von den geilsten Anblicken. Ich bin jetzt einmal am Weg zum Marco. Jetzt war ich schon hier oben auf der Parkgarage. Jetzt können wir da nochmal einen schönen Blick aufs Stadion werfen. Schaut von hier oben einfach mega geil aus. Und da vorne ist eh schon der Schlawiner. Der Marco. Du hast den Marco schon. Das geht, das geht. Hi. Ich bin jetzt. Warte mal pünktlich. Du hast mir deine Karten. Danke schön. Ich bin für die zwei. Ja. Ja, heute ist aber pünktlich. Bei heute oder gehört, da gibt es was zum Essen. Heute gratis essen, deswegen. Sonst war ich wieder nicht pünktlich. Ja. Wir schauen jetzt mal weiter und dann. Ja. So, wir sind jetzt an meinem Platz angekommen. Die Plätze auf jeden Fall. Ich glaube, recht von hier am Spielfeld. Recht von hier am Spielfeld ist das gar nicht mehr machbar, glaube ich. Das ist schon top. Auf jeden Fall Blick vom Stadion selber perfekt. Also, wenn man sich das anschaut, ist richtig geil, also wirklich richtig geil. Ja, im Prinzip zweite Reihe, richtig geile Sache. Und ja, jetzt gehen wir mal rein, jetzt haben wir das Ganze, also werden wir was essen gehen. Und ja, nehme ich natürlich mit und dann werden wir aufs Match weiter schauen. Ne? Beziehungsweise werden wir uns das Match anschauen. Ne? Hoffen wir, dass es eine geile Partie wird und hoffen wir, dass Salzburg verliert. Ne? Ja, jetzt sind wir dazu angekommen, wir warten jetzt gespannt hinter dem Spieler drunter auf das, dass die Spieler reinkommen. Die Platzierung auf jeden Fall richtig geil. Also, wir sehen heute richtig perfekt hin. Block West gibt natürlich auch schon alles. Die Stimmung im Stadion ist auf jeden Fall schon mal richtig geil drauf. Jetzt gehen wir langsam die Spieler dann raus und warten ab.
das wird der Holland ist, glaube ich, nicht sein. Mittlerweile ist wieder Anpfiff zur zweiten Hälfte. Zur ersten Halbzeit muss man dazu sagen. Also solide Arbeit gespielt, wenig Chancen, wenig Aktionen. Was kann man sonst sagen dazu? Schönes Match bis jetzt. Die schwere Verletzung von Querfeld bzw. Querfeld, ein Ehrenmann, ist der Woche sogar noch weiter. Ist kurz in die Kabine reingegangen, hat sich da kurz behandeln lassen, ist wieder rausgekommen und hat dann dementsprechend wieder weiter da. Und falls ihr wundert, warum ich mich umschaue, das Match. Rennt unter anderem schon wieder. Was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich der klassische Biertest, wie jeden Tag. Wir haben jetzt das Bier ergössert. Schauen wir mal, wie es ist. Ne?
der Halbzeit noch einen Schluck Cola getrunken. Immer noch top, also. Besser kann man auf jeden Fall trinken. Ich kann natürlich ein bisschen Burger jetzt nicht mit, aber kurz Bier auf jeden Fall. Jetzt genießen wir die zweite Halbzeit und dann schauen wir weiter dementsprechend. Wir jetzt dann dementsprechend in zweiten oder noch zweiten Hälfte dann wieder. Meter für Rapid, gerade durch ein schönes Faden hat sich gerade eben gesehen. Schauen wir mal, was jetzt da drauf ist. Und hoffen, dass was da so fällt, was wird. Ja, sehr gut. Ja, das ist super verteilt.
So Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Die ganzen Einblicke auch im VIP-Bereich von Rapid ein bisschen zu mitsehen. Wir haben jetzt nachher noch meinen Fali Majulu getroffen im VIP-Bereich. War natürlich auch noch eine spannende Sache. Kurz mit ihm ein bisschen gequatscht und jetzt geht's dann wieder Richtung Heimat. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf jeden Fall und lasst ein Like da. Schaut bei Marco am Kanal natürlich auch vorbei. Instagram von uns ist natürlich auch dementsprechend dabei verlinkt und der Sieg war heute auf jeden Fall wichtig, also von dem her top. Und natürlich muss man dazu sagen, eine spannende Partie heute, also 2-0 Sieg gegen Salzburg. Was Schöneres kann man sich gar nicht wünschen. Somit natürlich auch wünsche ich auch gleich mal den ganzen Sturm Graz-Fans viel Glück bei den nächsten Partien. Es könnte sich meist jetzt so machen, wäre mir eine schöne Abwechslung im Vergleich zu sonst, weil sonst, wenn Salzburg dementsprechend immer Meister wird auf Zahnfahrt, war mir schon eher einen neuen Meister in Österreich zu haben. Vor allem wäre ich ins Double natürlich auch vergund und wir sehen sich. Ja. Ciao.